Ja, danke dir, Christoph. Hallo. Ein Punkt, der jetzt bei der Liste noch nicht da war, ich habe in 2005, 2006 das erste Barcamp organisiert. Und ich war damals so begeistert vom Thema Barcamps. Und ich habe überlegt, welchen Aspekt von Barcamps ich denn heute mal mitbringen könnte, einfach für eine Organisation, die das erste Mal so ein Barcamp macht, wo wahrscheinlich der eine oder andere auch schon mal auf dem Barcamp war. Und habe da überlegt, bestimmt, wenn es bei euch um Digitalisierung geht, wird es ganz viele technische Themen in den Sessions geben, Künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter. Für mich ein ganz zentraler Aspekt von Barcamps ist eigentlich dieser Aspekt der übergreifenden Vernetzung. Und wir hatten vor 2, 3 Wochen bei Audi in Neckarsulm das letzte Barcamp. Das hatte das Thema vom Silo zum Schwarm. Und eigentlich genau diesen Aspekt habe ich mir überlegt, würde ich gerne jetzt am Anfang mal einstreuen. Also die Grundidee, welche Rolle können denn Barcamps spielen beim Übergang von Silos zu offenen Netzwerken? Silos, was ist das? Warum könnte man der Meinung sein, dass wir heute in Organisationen zu viel Silos haben und mehr Schwärme oder Netzwerke brauchen? Und auch nochmal so eine Anzahl von 6 so ganz konkreten Methoden. Was wird denn gerade in der Wirtschaft getan, um in Organisationen cross-funktional vernetzter zu werden? Silos aus der Landwirtschaft kennt jeder. Speicher von Schüttgut, sagte Wikipedia, die werden oben befüllt und unten kommt was raus. Das ist so ein bisschen wie Top-Down-Management. Ja, also man füllt da oben was rein, was soll gemacht werden und unten kommt dann hoffentlich das raus, was man möchte. Und eine ganz wichtige Funktion von Silos ist, man möchte um jeden Umstand vermeiden, dass sich die Sachen, die da drinnen sind, vermischen. Also die sollen nach Möglichkeit in diesen Silos bleiben. Wenn man Leute mal fragt, was für Eigenschaften man Organisationen zuordnet, dann kriegt man oft so Schlagworte zugerufen wie Organisationsstruktur, Hierarchie, Organigramm. Ich habe euch mal ein Organigramm mitgebracht. Kann man jetzt vielleicht nicht lesen. Unten links steht 1917, Tabulating Machine Company. Das ist die Vorgängerorganisation von IBM. Der Präsident, der hier steht, Thomas J. Watson, war dann lange Jahre der IBM-Chef. Und wenn man sich mal die Säulen oder diese Strukturen im Organigramm so anschaut, man hat hier Manufacturing, Operations, Purchasing, Forschung und Entwicklung, die Weiterbildung, den ganzen Vertrieb nach Regionen geordnet. Das Interessante, wenn man so ein Bild anschaut, ist, wir sind heute 100 Jahre später. Und wenn man das so ein bisschen moderner vielleicht zeichnen würde, ist das so ein Blueprint, nach dem heute auch noch viele Organisationen strukturiert sind. Ja, also das heißt, wir sprechen zwar viel von Disruptionen und Veränderungen und den schwarzen Schwänen. Am Ende in den Organisationsmodellen ist relativ viel gleich geblieben, wie wir es eigentlich vor 100 Jahren schon hatten. Und wenn man jetzt die zwei Bilder mal so nebeneinander stellt, dann stellt man fest, dass durchaus so ein Organigramm relativ viel mit Silos zu tun hat. Also man hat so ein Head-Off und Reporting-Chains und wer darf mit wem sprechen, was muss ich mit wem abstimmen und natürlich auch den Aspekt dieses Abteilens. Also ich möchte nicht oder ich organisiere mich so, dass Sachen sich nicht mischen, wie in einem Silo auch. Ja, das fängt dabei an. Das Wort Abteilung heißt, ich bin abgeteilt. Ich sitze ganz woanders, ich habe mein Büro woanders. Ich habe keinen Coworking-Platz, wo ich jetzt mal 2 Tage einfach mich in eine andere Abteilung setzen kann, um zu schauen, wie arbeiten die denn da. Jetzt kann man überlegen, die letzten 100 Jahre hat es eigentlich gut funktioniert. Vielleicht kommen wir damit durchs 21. Jahrhundert auch noch hindurch. Ich glaube nicht. Viele anderen glauben auch das nicht. Und warum ist es so? Wenn man mal so 100 Jahre zurückschaut, Taylor, draußen hängt ein Zitat von Ford auch an der Wand, also dieser Taylorismus, Buch Scientific Management, 1911 erschienen. Da war eigentlich so die Grundidee, das Wissen, was ich brauche für den Betrieb einer Organisation, sitzt an der Spitze des Organigramms. So Henry Ford weiß genau, was zu tun ist, macht Time and Motion Studies und guckt sich an, wie die Arbeit zu verteilen ist. Ich habe quasi diese Trennung von Hand- und Kopfarbeit, die Mitarbeiter und die Manager, haben wir heute noch in der Sprache. Das heißt oft Manager oder Führungskräfte und Mitarbeiter, wo ich immer frage, sind die Führungskräfte denn keine Mitarbeiter? Ja, aber das haben wir in die Sprache fest eingebrannt und eigentlich so eine Idee des Top-Down-Managements sozusagen. So, und jetzt passieren verschiedene Trends, die alle exponentiell verlaufen. Einer davon, der ist sehr offensichtlich, das ist die sogenannte Digitalisierung. Klar, jeder gehört. Treiber dahinter das sogenannte Mooresche Gesetz. Also innerhalb von 18 Monaten verdoppelt sich immer die Speicherdichte auf so einem Silikon-Wafer. Und das heißt am Ende, dass die Speicherkapazität, die Datenübertragungskapazität und die Rechenleistung sich in einem festen Abstand verdoppelt. Wer dieses Reiß- und Schachbrettspielchen kennt, weiß, das heißt exponentielles Wachstum. Das ist eine Kurve, die im Moment treibt. Die zweite Kurve, die treibt, die vor dem ganzen Digitalisierungshype oft gar nicht so sehr thematisiert wird, ist einfach die Anzahl der Menschen. Die Bevölkerungsdichte oder Bevölkerungsentwicklung in der Welt
die wächst auch auf einer exponentiellen Kurve. Wenn man jetzt so einen Trend wie Urbanisierung noch mit dazu nimmt, dann haben wir regionale Verdichtungen, wo einfach die Gehirndichte extrem groß wird. Also es sind sehr viele kreative Leute an einem Ort. Da wird in der Forschung wird es beschrieben mit Effekten wie Knowledge Spillover. Also da trifft sich jemand von der Uni mit jemand von der Firma und einem Geldgeber. Und auf einmal entstehen dann neue Sachen, entsteht sehr viel disruptive Innovation. Und da kommt einfach sehr viel Neues in die Welt. Und die Leute vernetzen sich jetzt auch noch digital. Also ich habe quasi zwei Effekte, die sich exponentiell entwickeln. Das ist für mich ein Grund, warum ich glaube, dass Begriffe wie Krise oder Transformation eigentlich falsch sind. Ja, weil Krise und auch Transformation heißt, ich habe einen stabilen Ausgangszustand, irgendwas verändert sich und ich habe wieder einen stabilen Endzustand. Und die Kurven zeigen eigentlich, dass wir da sozusagen eher in der Beschleunigung sind, als dass wir gegen irgend so ein Plateau wieder laufen. Das ist so ein Aspekt, wer Wirtschaftswoche liest oder Manager-Magazin, ist stolpert zwangsläufig auch darüber, dieses VUCA-Meme. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity und beschreibt eigentlich die Situation, dass wir als Organisationen in Umfeldern sind, die einfach sehr unvorhersehbar sind, ja, wo ich nicht weiß, was passiert. Ich bin vielleicht etablierter Automobilhersteller und auf einmal kommt so eine Mobilfunkfirma und sagt, wir bauen jetzt auch ein Auto und das kann auch noch selber fahren. Ja, und das, darauf muss ich mich einstellen als Organisation. Auch ganz interessant, das wird jetzt im Moment so sehr gehypt. Die eigentliche Studie, die dahinter steckt, ist 1991 von der US Army. Habe ich euch mal unten den Link rein, ist sehr, sehr lesenswert, weil die reflektiert eigentlich die letzten 100 Jahre Managementgeschichte und sagt, was muss sich denn jetzt eigentlich ändern für die nächsten 100 Jahre. Also ich glaube, es macht Sinn, dass Organisationen sich auf diese Veränderungsdynamik, auf diese wachsende Veränderungsdynamik einstellen. Und das heißt am Ende nichts anderes, als sozusagen die Sichtweise auf Organisationen zu ändern. Von der Perspektive, eine Organisation ist eine Maschine, ist ein vielleicht kompliziertes, aber doch beherrschbares System, eigentlich hin dazu zu sagen, eine Organisation ist sehr viel mehr wie so ein Gehirn, wie so ein neuronales Netzwerk, wie so eine vernetzte Struktur, eine organische Struktur, die lernen kann, die sich rekonfigurieren kann und wo ich eben nicht bestimmte Funktionen oder so fest in solche Silo-Strukturen einzementiere. Und das ist eine große Herausforderung, wenn man mal überlegt, so die Versuche, sowas wie Matrix-Organisation zu etablieren, wo ich erstmal nur zwei Dimensionen irgendwie kombiniere. Bei so einer Netzwerkstruktur bin ich natürlich in einem viel, viel komplexeren System noch unterwegs. Es ist natürlich nicht so, dass heute in den Organisationen alles rein nach Hierarchie funktioniert. Ich glaube, dann wird kein einziges Unternehmen funktionieren. Wenn man einen neuen Mitarbeiter zum Beispiel bekommt und zeigt dem ein Organigramm oder zeigt dem eine Prozesslandkarte und sagt so, das ist unser Unternehmen, dann kriegt der relativ schnell mit, dass es dann eine sehr, sehr bunte Welt, die sogenannte informelle Organisation gibt, die dafür sorgt, dass viele Sachen funktionieren, die ich hier in Kästchen und Pfeilen überhaupt nicht abbilden kann. Die Tatsache aber, dass wir heute sozusagen über Themen wie New Work, Zukunft der Arbeit, Digitalisierung, digitale Transformation und so weiter sprechen, ist ein kleiner Indikator dafür, dass wir wahrscheinlich den Schieberegler von Hierarchie in Richtung Netzwerk noch nicht weit genug verschoben haben. Also das ist so ein Optimierungsproblem meiner Meinung nach. Wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man Strukturen anpassen, da gibt es so die radikale Schule oder die Revolutionsschule, die sagt so, wir müssen irgendwie Tabula Rasa machen und müssen Organisationen von Grund auf neu denken. Wir schmeißen unser Organigramm weg und vertrauen auf die Macht der Selbstorganisation und bilden Organisationen komplett neu. Holacracy ist so ein Beispiel, wo ich quasi ausgehend von so einem Anchor Circle, also so einem neuen zentralen Gehirn, Organisation komplett neu denke und nach der Constitution, findet man im Internet zum Runterladen, sozusagen anfange, Organisation neu zu bauen. Da bin ich kein großer Fan davon, weil es gibt wenig organische Systeme, die sich revolutionär entwickeln, sondern Entwicklung funktioniert in der Regel eher evolutionär. Da gibt es ein anderes Beispiel, Dual Operating System von dem John Cotter, der im Wesentlichen sagt, wir brauchen deswegen Dual Operating, wir brauchen in der Organisation eigentlich beides. Wir brauchen die Hierarchie, wir brauchen die Struktur, da gibt es auch Sicherheit, da gibt es funktionale Aufteilung, da gibt es Verantwortlichkeit, Arbeitsteiligkeit, Spezialisierung, all das sind Vorteile der Hierarchie. Und ich muss das aber überlagern mit so einer Netzwerkstruktur. Ja, und das heißt auch, ich muss Leuten die Möglichkeit geben, in beiden hier unterwegs zu sein. Also sowas wie die Google 20% Zeit oder die 15% Zeit bei 3M oder die Schwarmorganisation jetzt bei Daimler. Das sind eigentlich alles Modi, wo ich sage, okay, natürlich bin ich eine Weile in diesem linken Teil unterwegs, aber ich muss den Leuten Zeit und Ressource geben, eben auch in der Netzwerkstruktur unterwegs zu sein. Das ist so, was mal vor 10 Jahren ging so los, Wiki-Einführungen und so. Es waren interessante Effekte, ein Mitarbeiter sitzt am Schreibtisch und schreibt im Wiki und dann kommt der Chef hinten vorbei und guckt und sagt, was, du kannst im Wiki schreiben, du hast ja wohl zu viel Zeit, ich muss dir mal noch ein paar Aufgaben geben. Na, dass der vielleicht irgendwie gerade seine Erfahrungen aus dem Projekt im Wiki zusammenschreibt, damit andere was davon haben, sieht der Chef erstmal gar nicht.
Ja, also für ihn ist das eine Arbeit und das andere ist Spielerei, Kaffee trinken, Networking. Und das ist, glaube ich, wichtig, einfach dieser rechten Seite entsprechend auch Gewicht zu geben. John Kotter sagt noch, in der Mitte brauchen wir eigentlich so eine Guiding Coalition, ein interdisziplinäres Netzwerk von Menschen über alle Funktionen und Hierarchieebenen, die einfach diese neue Struktur anfangen zu treiben. Und ich denke, wie ich jetzt gesagt habe, es gibt schon eine Kombi aus Digitalisierungsteam und Kommunikation, die anfangen, sowas wie ein Barcamp zu machen. 140 Leute sind den Nachmittag hier und tauschen sich aus, ist eigentlich genau, sind die Ansatzpunkte für solche Strukturen. Ja, was kann man so beobachten in den Firmen, was da so passiert? Zum einen mal diese ganze Thematik Communities of Practice, das ist so ein Oldie but Goldie. Also im Prinzip neben der Zeit, die ich in Abteilungen oder Projekten verbringe, geht es bei Communities of Practice darum, Gruppen von Menschen zusammenzubringen, die eine Passion für das gleiche Thema haben und die regelmäßig interagieren, physisch, virtuell, ist egal, um voneinander zu lernen. Das hat man so seit 10, 15 Jahren gibt es das und ist auch nach wie vor da und nach wie vor sehr wichtig. Zipgate hat ein sehr gutes Buch dazu rausgebracht, habe ich auch dabei, falls es jemand interessiert. Für diese neuen Strukturen Multiplikatoren-Netzwerke, Continental-Guide-Netzwerk als Beispiel, einfach Leute, die die Werte, Prinzipien, Arbeitsweisen dieses digital vernetzten Arbeitens verinnerlicht haben, in der Organisation zu verankern, über Standorte, Hierarchien, Funktionen hinweg. Gibt es ein sehr schönes Video auf YouTube, wenn es interessiert. Die Etablierung von Enterprise Social Networks, extrem wichtig, weil das so der Aspekt ist, ich sage immer, das Öl im Getriebe der Vernetzung. Also so ein soziales Netzwerk ist eigentlich das, was mir hilft, meinem Avatar oder meinem Profil über meine Abteilung hinweg sichtbar zu sein. Und wo ihr, wenn ihr jetzt sagt, heute, ich habe 5 Leute kennengelernt, die ähnliche Themen haben wie ich, mit denen ich mich vernetzen möchte, die aber an einen ganz anderen Standort zurückgehen oder in eine andere Abteilung gehen, wo ich quasi über das soziale Netzwerk die Möglichkeit habe, den physischen Kontakt von heute virtuell weiterzuführen. Ähnliche Richtung, Working Out Loud. Working Out Loud ist so eine strategische Networking-Methode, wo es darum geht, sehr viel der eigenen Inhalte, der eigenen Fragestellungen öffentlich sichtbar zu machen, meist auf Basis von so einem Enterprise Social Network. Sage ich jetzt nicht viel mehr dazu, weil da gibt es nachher eine Session. Barcamps zum einen. Barcamp ist so eine Sache, seit 2-3 Jahren in Organisationen heben die massiv ab, einfach weil es so temporäre Orte sind der übergreifenden Vernetzung. Ja, man sieht auch schon, dass anfängt, räumliche Struktur zu entstehen, wie Coworking Spaces, in dem Fall jetzt hier von der Bundesbahn, DB Skytech in Frankfurt, wo ich quasi sage, da sitze ich nicht in meiner Abteilung, sondern ich gehe temporär in so einen Coworking Space, einfach um zu arbeiten, mich auszutauschen mit anderen oder Innovationsprojekte zu treiben oder Community Meetups zu machen zum Beispiel. Und natürlich hatte ich gerade gesagt, die Barcamps. Das sind jetzt so Methoden und Tools der Vernetzung, um siloübergreifend Menschen zu vernetzen. Ich glaube, Methoden und Tools ist im Kern aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist der Mindset der Leute. Also es geht darum, für sich selber zu sagen, wo bin ich denn vielleicht für mich noch ein Silo? Wo handle ich siloartig? Wo fördere ich Silostrukturen? Und zu überlegen, ob das wirklich notwendig ist und ob nicht an vielen Stellen es sinnvoll ist, dass ich sozusagen als Vorbild auch vorangehe und mich öffne und für Wissen von anderen, für kreative Ideen von anderen einfach offen bin und damit sozusagen diese neue Struktur auch Wirklichkeit werden lasse. Und dass so viele Leute heute hier auf dem Barcamp sind, ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass es überhaupt keinen Grund gibt, warum das in einem Unternehmen nicht funktionieren soll. Also warum ein Barcamp im Netz funktioniert und im Unternehmen nicht. Also da gibt es überhaupt keine Evidenz dafür. Und wenn das viele Leute tun, dann dauert es vielleicht gar nicht so lang. Ich habe mal noch ein älteres Organigramm ausgegraben. Das ist von der Erie Railroad Company 1855. Bis die Organigramme zumindest mal in den Köpfen der Leute sehr viel bunter, kreativer, vernetzter, organischer aussehen. Es geht nicht um das, was auf dem Papier ist, sondern das, was man im täglichen Leben daraus macht, mit wem man sich vernetzt und wie man zusammenarbeitet. So viel also ein einleitender Impuls und dann übergebe ich zurück an euch für den Session Pitch. Dankeschön.